Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute gibt es meine Naturkosmetik-Make-up-Favoriten. Und während ich mich mit Naturkosmetik-Pflege eigentlich sehr leicht tue, ist Make-up immer noch was für mich, wo ich sagen muss, da kann ich in manchen Bereichen nicht auf konventionelle Produkte verzichten. Beziehungsweise ich finde, dass viele Produkte im Naturkosmetik-Bereich halt nicht die Performance liefern, die ich mir von dem Produkt wünsche. Es gibt aber einzelne Produkte, die das tun und deswegen möchte ich euch heute 8 Produkte vorstellen, von denen ich wirklich überzeugt bin, bei denen ich der Meinung bin, sie performen so gut wie normale Produkte, sofern man das sagen darf, oder sogar besser und die zu absoluten Favoriten und Alltagsprodukten für mich geworden sind. Und ich hoffe, das Video ist interessant für euch. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Naturkosmetik-Favoriten unten in die Kommentare schreibt. Ich habe auch vor, übers Jahr hinweg, wenn ich mal wieder mir neues Make-up kaufen darf, von meinem sozusagen Fortschreiten, wie ich meine Sammlung reduziere, auch definitiv noch ein bisschen was an Naturkosmetik dazu zu holen. Aber jetzt sprechen wir erstmal über die Produkte, die sind entweder in der Drogerie erhältlich tatsächlich oder über einschlägige Online-Shops wie EcoVerde. Wir starten los in der Reihenfolge, wie ich auch mein Make-up machen würde, und zwar mit Foundation. Während ich mich tatsächlich mit flüssiger Naturkosmetik-Foundation eher schwer tue, also es gibt eine von Alverde, die versuche ich gerade noch für mich zum Funktionieren zu bringen, habe ich eine absolute Holy Grail Puder Foundation, und zwar von der Marke Woga Woga. Woga Woga findet ihr bei EcoVerde. Ich kenne die eigentlich, weil die immer recht viel in den Naturkosmetik-Abo-Boxen vertreten waren. Und ich habe mal so vor 2-3 Jahren einiges an Puder Foundation getestet. Dabei war auch Bare Minerals, dabei war Lili Lolo, andere Naturkosmetik-Marken. Ich hatte da ganz oft solche Minis und habe es ausprobiert und muss sagen, Woga Woga war für mich der ganz, ganz klare Testsieger. Und ein absoluter Pluspunkt, den die haben. Natürlich ist die Farbrange nach unten, wie bei den meisten Marken, nicht so ausgeprägt in diesen breiten Graden leider. Aber ich trage tatsächlich bei dieser Foundation, es steht hier leider nicht hinten drauf, welche Farbe ich habe, es ist die zweithellste. Es gibt noch eine hellere, es gibt eine Nuance, die ist mir zu hell. Guckt mich mal an, ich bin weiß wie die Wand. Also, falls ihr wirklich super, super hell seid, gibt es für euch da eine Alternative. Ich nehme das immer mit so einem Kabuki-Pinsel auf, swirl das so richtig rum, ja, und klopf den Rest ab und massiere mir das dann so in die Haut ein. Ich finde, dass Puder Foundation generell ein unglaublich schönes Finish gibt und mir ist mit der vor allen Dingen aufgefallen, dass die sehr natürlich verschwindet über den Tag. Natürlich verschwindet Foundation insgesamt einfach über den Tag. Ich glaube, da müssen wir drüber reden, das ist einfach so. Niemand sieht nach 24 Stunden so aus wie am Anfang. Aber auch nach 12 Stunden nicht, auch nach 6 Stunden nicht, meistens. Aber bei der ist es tatsächlich so, dass die, wie die sozusagen das Gesicht verlässt, sehr natürlich aussieht. Ich fand zum Beispiel, dass die von Bare Minerals, die sich hatte, sehr unschön bei mir an manche Stellen gesetzt hat. Das geht mir mit der gar nicht so und deswegen habe ich auch die 29 Euro für eine Full-Size-Größe gern investiert. Es gibt davon auch Minis, wenn ihr es ausprobieren wollt. Das finde ich bei EcoVerde auch richtig, richtig gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Kommen wir zu einem sehr günstigen Produkt, das vermutlich niemand mehr sehen kann, der regelmäßig diesen Kanal besucht. Es ist das Terra Naturi Kompaktpuder. Ich habe jetzt einige von euch damit schon angesteckt und ich benutze wirklich sehr, sehr viel Puder, muss ich sagen, glaube ich, weil einfach meine Haut auch ölig ist und weil ich gern sozusagen alles in die Haut damit sozusagen nochmal einpresse. Und muss einfach sagen, das ist für mich ungeschlagen ein sehr, sehr gutes Puder. Ich habe früher immer das von Manhattan verwendet. Das ist ja noch nicht mal tierversuchsfrei leider. Ich wollte jetzt auch mal das von Alterra testen, aber da ist bei mir die hellste Nuance konstant immer ausverkauft. Und ich muss sagen, ich komme hier mit der hellsten Nuance gut klar. Die dunkelt mein Make-up ganz dezent ab. Ich sehe das sofort, wenn ich es auftrage, aber es ist nicht in dem Rahmen, wo es mich wirklich stört. Und es ist wirklich ein Top-Puder. Ich kann gar nicht oft genug darüber reden. 3,75 Euro. Ich kaufe mittlerweile immer 3, wenn ich zu Müller gehe. Ja, weil ich es einfach so gut finde. Ja, absolutes Basic-Produkt. Das habe ich so in meiner Arbeitstasche, wenn ich mich morgens nach dem Nachtdienst fertig mache dort. Dann benutze ich meistens keinen Augenbrauenstift, sondern ein Augenbrauengel. Und das ist ein absolutes Oldie-but-Goldie-Produkt. Und zwar das Alverde Augenbrauengel. Es gibt mittlerweile davon auch irgendwie eine abgewandelte Variante, aber die sollten immer noch im verfügbar sein. Es gibt davon eine transparente Variante, es gibt auch so ein aschiges Blond, es gibt ein Braun, es gibt was, was eher rotstichig ist. Ich habe die ganz normale blonde Variante und muss sagen, dass ich damit sehr, sehr gut klarkomme. Es ist eine andere Braue als die, die ich heute habe. Das ist jetzt eine Stiftbraue sozusagen. Aber so generell ist es bei mir so, dass so am Anfang habe ich so kleine Lücken einfach drin. Und das ist ja so der Punkt, wo die Augenbrauen am meisten definiert sein sollen, meiner Meinung nach. Also da, man muss sehen, wo die Augenbraue wirklich losgeht. Und dann ist es bei mir hinten so ein bisschen. Ich drehe das auf. Ich habe mittlerweile übrigens auch gelernt, dass man das oben aufdrehen kann. Jetzt
praktisch Vorführeffekt kann ich es halt gerade nicht. Aber dieses Bürstchen ist ein bisschen groß, aber ich trage mir das einfach so in den Braun auf. Wenn da was daneben geht, wische ich es einfach schnell weg. Ich bin jetzt nicht der größte Braunexperte des Universums, sondern bin jemand, der sich halt ganz basic jeden Tag 15 Sekunden seine Augenbrauen irgendwie hinmalt. Und dafür finde ich das Produkt wirklich, wirklich gut. Ne? Und da finde ich, muss man nicht mehr Geld ausgeben. Ich bin aber auch niemand, der irgendwie einen Halt in seinen Augenbrauen möchte. Also das ist mir jetzt nicht so wichtig. Von daher verzichte ich darauf, das jetzt hier zu bewerten. Aber für so ein bisschen Farbe, für ein bisschen Definition bei einem natürlichen Look absolut, absolut zu empfehlen. Ja, dann widmen wir uns als nächstes meiner riesigen Single-Lidschattenpalette hier. Ich habe nämlich meine Single-Lidschatten aussortiert und habe alles jetzt in diese große Palette reingebracht, was mich wahnsinnig freut. Und da sitzen auch drin die Puro Bio Refill Lidschatten. Ich glaube, ich habe mir die... Oh, das war so zu Beginn der Pandemie, habe ich mir die, glaube ich, gekauft, ehrlich gesagt. Also 2 Jahre habe ich die jetzt schon. Also hier seht ihr meine ganzen... Ist ein bisschen aussortiert, weil ich gerade noch was in der kleineren Palette habe. Und ich hole euch mal ein paar von den Puro Bio Lidschatten raus. Da sind wir bei 5,89 pro Stück. Ihr könnt die tatsächlich aber auch erwerben mit dem Döschen. Also wenn ihr die jetzt nicht in eine Palette setzen wollt, ich zeige euch jetzt hier mal ein paar Farben. Also ich habe hier so ein schönes, schönes rosa Schimmer. Ich swatch euch die gleich auch. Ein ganz, ganz gelbgoldiges, dann einen hellblauen, den habe ich von meiner Mom geerbt. Und auch noch einen matten Rotton. Ich werde die euch jetzt mal swatchen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde die matten nicht so gut wie die Schimmerfarben. Aber die Schimmerfarben sind wirklich, ich zeige euch, ich mache jetzt nur mal kurz hier auf die Finger erstmal drauf. Die sind wirklich toll, toll die Schimmerlidschatten. Also hier seht ihr schon mal hier auf meinen Fingern. Genau. Und dann swatche ich euch die euch mal hier oben hin nacheinander. Und da seht ihr einfach, dass das eine ganz, ganz tolle Farbabgabe hat und wirklich auch so einen cremigen, metallischen Effekt fast schon hat. Also ich muss wirklich sagen, ich bin von denen richtig überzeugt. Ich kann es nicht anders sagen. Also es ist wirklich, wirklich eine gute Qualität, die ihr da bekommt. Da macht man keinen Abstrich. Das sind normale Drogerielidschatten. Natürlich, wenn ihr jetzt zu Natasha Denona geht, ist vielleicht die Frage, ob man es vergleichen kann. Aber mit normalen Drogerielidschatten kann man es absolut vergleichen. Und ich finde halt auch eben so dieses Konzept, ich setze mal meine wieder kurz in die Palette rein, dass man eben hier auch sozusagen seine eigene Farbkombi zusammenstellen kann und sich überlegen kann, welche Lidschatten mag ich gern. Die bieten auch solche Paletten an, wo man tatsächlich die dann reinsetzen kann. Kann man aber natürlich auch in jede x-beliebige andere Palette, so wie es ich jetzt mache. Das finde ich eigentlich ein gutes Konzept und ein sehr nachhaltiges Konzept, weil ganz oft kauft man ja Paletten so, weil einem ein, zwei Töne oder so groß ansprechen. Und das ist natürlich nicht nachhaltig, weil dann kriegt man auch 70 Mal das gleiche Braun und so. Und wenn man jetzt sich da gerade eine sehr kuratierte Kollektion zusammenstellen will, dann ist man bei den Puro Bio Lidschatten sicher gut dabei. Dann möchte ich euch noch 2 Produkte fürs Gesicht vorstellen. Einmal ein Blush, den habe ich mal bekommen aus dem Vegan Beauty Basket von Grön. Grön gibt es bei manchen Biomärkten, habe ich gesehen. Aber es gibt es auf jeden Fall auch online. Und ich habe hier das Blush Powder in der Farbe Pink Watermelon. Die haben keine exorbitant große Range, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber mir gefällt dieses Blush richtig gut. Was mich todesannervt, ist die Verpackung, weil das sitzt hier einfach nur so drauf. Pass auf. Ich kann da mit so wenig Gewalt, muss ich dran gehen. Und das löst sich halt immer wieder von selber. Wir haben hier diesen ganz... Also es kommt jetzt viel heller raus, finde ich, als es in Realität ist. Ganz, ganz natürlichen Blushton. So richtig Pink Watermelon ist es nicht auf den ersten Swatch, aber man kann es auf jeden Fall aufbauen. Da ist jede Menge Produkt drin, 9 Gramm und man kommt halt für 9,89. Also ich habe jetzt nicht so den Vergleich zu anderen Naturkosmetik-Drogerie-Blushes, aber ich finde die Qualität für 9,89 auf jeden Fall in Ordnung. Und dafür kriegt man da echt eine schöne und alltagstaugliche und ich finde auch universelle Farbe. Ich finde, es sieht im ersten Moment so roséstichig aus, so kommt es aus dem Gesicht tatsächlich gar nicht raus. Also finde ich wirklich ein gutes Produkt. Genau wie, kenne ich vielleicht auch, mein Game of Lights Highlighter von Woga Woga. Der ist genauso verpackt wie die Foundation. Wobei ich glaube, dass sie von der Foundation mittlerweile die Verpackungsart geändert haben. Das ist ein loser Highlighter. Und als ich den bekommen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, was mache ich mit losem Highlighter? Ich kann damit bestimmt 0,0 umgehen. Muss einfach sagen, das ist fast mein allerliebster, vom Finish ist das eigentlich mein allerliebster Highlighter meiner gesamten Sammlung. Bin ich ganz ehrlich. Also das ist ein complete mess. Man kann es nicht anders sagen, wenn man das aufschraubt, ist immer irgendwo irgendwas. Aber ich swatche mal hier im Deckel. Also hier ist, es sieht jetzt im ersten Mal so ein bisschen kreidig aus, aber ich swatche es euch mal hier auf meine Handfläche. Seht ihr das, Mann? Das ist echt
leuchtet bis zu den Sternen, habe ich das Gefühl. Und dabei ist es unglaublich fein. Das ist überhaupt nicht grob glitzerig, was ich bei anderen, also zum Beispiel jetzt der Bäcker-Highlighter, das finde ich immer ein ganz guter Vergleichspunkt, weil das kennen viele Leute und es ist so eine Standardformulierung, finde ich. Ich finde den Bäcker grob glitzeriger. Ich finde das viel feiner. Also das gibt mehr so einen Glanz als einen Glitzer. Ja, versteht ihr, was ich meine? Also ich finde das Produkt top. Ihr zahlt dafür 19 Euro, aber ich weiß nicht, das sind 4 Gramm. Ich glaube, ich werde ihm niemals Herr werden in meinem ganzen Leben. Ich will es aber auch ehrlich gesagt nicht, weil ich will ihn ganz gern behalten, weil ich ihn richtig, richtig schön finde. Heute habe ich einen Highlighter von Morphe drauf und da seht ihr schon, so, der ist so ziemlich so bam in your face. Finde ich mit dem tatsächlich nicht so arg. Der ist ein bisschen natürlicher, man kann ihn aber auf jeden Fall auch zu diesem wunderbaren Glanz aufbauen. Und am Ende komme ich noch zu zwei Naturkosmetik-Drogerieprodukten, einmal Lavera, einmal Alverde für die Lippen. Alverde ist der Diamond Kiss Lipstick. Das ist eine Serie, die hat, glaube ich, Alverde so Ende 2020 auf den Markt gebracht. Meine Meerschweinchen streiten gerade, lasst euch nicht stören. Und hat auch immer mal wieder Farben erweitert. Meine Schwester hatte mir damals die Farbe Turmalin gekauft. Das ist auch eine vegane Formulierung und das ist wirklich, also das ist wirklich so ein schöner Lippenstift. Ich meine, ich stehe ja immer mehr auf cremige Lippenstifte, muss ich sagen. Also so dieses Matte gefällt mir gar nicht mehr so. Und das ist wirklich ein toller, cremiger, pflegender Lippenstift, finde ich auch. Also wo man so richtig merkt, so der trocknet jetzt die Lippe nicht aus, sondern der tut dir eher was Gutes. Und diese Turmalinfarbe, also erstmal ist es natürlich schön, wie der Lippenstift gestaltet ist. Seht ihr vielleicht, dass das hier auch so Kanten hat und so abgeschrägt ist? Wirklich gut. Ich benutze den sehr gerne. Mir gefällt der gut. Ich würde jetzt da keine neuen Farben nachkaufen, einfach weil ich halt so viele Lippenstifte habe. Aber als Lippenstiftformulierung aus der Drogerie, ihr zahlt dafür 3,25 Euro, finde ich, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Genauso wie 3,49 Euro für diese Glossy Lips. Auch die haben mittlerweile eine andere Verpackung. Lavera hat jüngst irgendwie das Verpackungsdesign geändert. Und das ist eben ein Lipgloss ohne Schimmer von Lavera. Meiner heißt Delicious Peach und ich kenne nichts, was unpeachiger wäre als diese Farbe. Ich finde, der hat so eine angenehme Textur auf der Lippe. Ich swatch euch den mal daneben. Der ist nämlich einfach überhaupt nicht bappig. Also ihr seht, der gibt schon ein bisschen Farbe ab, aber ich habe manchmal eher so das Gefühl, das geht mehr in die Richtung ölig als klebrig, wenn ich es jetzt beschreiben müsste. Und der hat einen super angenehmen, neutralen Duft, stört mich überhaupt nicht. Der hat keine besonders lange Tragedauer, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Das liegt aber sicher auch mit an der Formulierung. Mich stört es jetzt nicht. Ich bin kein Fan von diesen super klebrigen, mit Glitzerpartikeln versetzten 2000er Lipglossen, sondern ich mag so diesen schönen, edlen Glanz mit bisschen Farbe, so für den Alltag, wenn man vielleicht nicht so ganz heftig sich schminken will, sondern einfach nur so ein bisschen, ja, seine persönlichen Vorzüge supporten möchte, ist das wirklich ein tolles Produkt und wirklich für 3,49 auch eine schöne Formulierung. Also da habe ich echt schon auch in der Drogerie ganz anderes gehabt. Ja, und damit sind wir am Ende von meinen Naturkosmetik-Make-up-Favoriten. Es ist jetzt nicht wirklich viel, aber ich wollte euch natürlich auch einfach das zeigen, was ich finde, was die Creme de la Creme ist. Und euch jetzt nicht möglichst viel zeigen oder extra was dafür kaufen, sondern einfach auch nochmal über die Produkte sprechen, die teilweise jahrelang in meiner Sammlung sind und die ich wirklich, wirklich gut finde. Und wo auch in der Zwischenzeit jetzt nichts dazwischen kam, wo ich sage, wow, okay, da lohnt es sich jetzt wirklich auf konventionell umzusteigen. Genau. Ich freue mich, wie schon gesagt, wenn ihr mir eure Tipps in die Kommentare schreibt, was ihr gern verwendet, Drogerie, aber auch High-End im Bereich Naturkosmetik. Ich kaufe natürlich jetzt nicht so viel, aber immer mal wieder ein bisschen was und kann mich dann natürlich auch mehr dran erfreuen. Und freue mich natürlich auch einfach weiter, die Entwicklung der Naturkosmetik im Make-up-Bereich zu sehen. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren schon echt viel getan. Also ich glaube, das war früher noch deutlich schlimmer. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Empfehlungen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video heute anzuschauen. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, Daumen hoch, Glocke, Abo, Kommentar. Ihr wisst es alles und wir sehen uns. Bis dann.